Spiel der Spiele. Es ist ein Spiel, dem hier alle seit Tagen entgegenfiebern. Also, gleich geht's los. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann freuen sich, dass Sie dabei sind und werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Bayern München gegen Sturm Graz. Spannende Sache. Das ist jetzt eine Chance. Tor, da ist es. Das ist die frühe Führung in dieser Partie. Souverän abgeschlossen hier. Das kann man nicht anders sagen. Das hat er klasse gemacht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sieht gefährlich aus. Da ist der Schuss. Oh, tolle Parade. Ecke in die Mitte. Ball ist beim Gegner. Jetzt die Chance. Super Szene, super Tor. Was für ein Volley. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores. Da ist die Flanke. Und da macht er das super aus. Der Halt ist ganz wuchtig im Tor untergebracht. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Konrad Leimer. Die Mitspieler bieten sich an. Schön zurückgespielt. Noch ein Tor. 3 Tore Führung nun also. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Gefährlich. Ganz stark vom Torwart. Ecke kommt in den 16er. So, das war nix. Die Szene sollten Sie jetzt am besten ganz schnell vergessen. Sehe ich auch so. Das war eine verschenkte Chance. Alphonso Davies. Da machen sie viel Druck. Davies. Ballverlust von Davies. Ah, das sieht gut aus. Riesenchance. Gefährlich, immer noch. Noch ein Tor. 4 Tore Führung jetzt. Also, ich glaube, das ist es hier endgültig gewesen. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Ah, da wäre jetzt Platz. Super Parade von Manuel Neuer. Boah, das war eine hochkarätige Chance. Ecke kommt. Gut geklärt. Das war wichtig. Starke Szene. Kann diesen Ball halten. Kane. Da ist Platz für den Konter.
Klasse Technik. Wichtiger Ballgewinn. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Gut geklärt. Ist es das? Ganz sichere Parade. Ecke kommt in die Mitte. Torgefahr sieht anders aus. Das war nichts. Kein guter Kopfball aus der Szene. Müssen Sie mehr machen. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Der Trainer mit Sicherheit zufrieden. Er trifft die Latte. Kitaschwili. Und da wird kein Tor draus. Der Torwart hat ihn. Kane. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Oh, viel Platz jetzt. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Da ist er ganz einfach durchgegangen, nicht aufzuhalten. Und dann ist der Ball drin. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Den Ball hat er. Goretzka. Mit dem Ball Sané. Schlussphase der ersten Hälfte in dieser Partie, in der die Gäste momentan klar führen. Mit so einer klaren Führung im Rücken hast du es natürlich leicht aufzuspielen. Und genau das tun sie auch. Das wird nach... Nee, das kann man fast nicht durchgehen lassen. Er schlägt den Ball raus. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Das ist die Chance. Eine sichere Parade. So, Ecke kommt. Der Ball über die Linie gibt Ecke. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Die nächste Ecke jetzt. Gut geklärt. Flanke jetzt. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Er zieht einfach vorbei. Das macht er sicher. Ecke kommt rein. Da passt er auf. Ball geklärt. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Leimer. Björns, Pausenpfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang 2. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Über ihn geht vieles heute, sehen wir auch in der Grafik. Und er hat sein Tor gemacht. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie.
Coman. Den Zweikampf führt er sehr gut. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Er flankt auf den langen Pfosten. Hätte gefährlich werden können, war es dann aber eigentlich doch nicht. Den Ball holt er gut verteidigt. Goretzka. Toller Pass. Parade Neuer, immer noch gefährlich. Weiter gefährlich nach diesem Block. Gehalten, macht er gut. Gitaschwili. Flanke kommt nach innen. Oh, er hat den Ball, aber viel Platz hat er da nicht. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Gute Aktion. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Macht das ganz sicher. So, Eckball. Ecke kommt ins Zentrum. Sie sind zur Stelle und dann kommt halt so ein doch eher harmloser Kopfball raus. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Konrad Leimer. Ballverlust Bayern München. Er spielt steil. Ganz stark vom Torwart. Die Bayern wechseln. Die Ecke kommt rein. Und jetzt ist der Ball geklärt. Gute Chance. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Ecke kommt lang. Das ist der Befreiungsschlag, aus der Ecke wird also nichts. Viel Platz für den Konter jetzt. Ballverlust hier durch Kane. Oh, die Riesenchance. Gute Aktion vom Torhüter. Sie stören früh, da ist der Ball. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Und die Entscheidung wird korrigiert. Vorteil abgepfiffen, Freistoß. Wechsel jetzt bei den Bayern. Das war kein Problem für sie. Er hält den Freistoß sicher. Steilpass kommt gut. Solche Tage gibt es. Wieder das Tor. Wieder ist der Ball drin. Den Sieg haben sie eh schon lange in der Tasche. Jetzt tun sie hier nur noch ein bisschen was für die Galerie. Ah, schon reichend glücklich, dass der reingeht. Fast gehalten. Ja, sehen wir hier noch mal. Da hat nicht viel gefehlt.
absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Sie gehen dazwischen. Vielversprechender Vorstoß. Ganz frei da jetzt in der Mitte. Oh, kein Tor gibt's doch nicht. Es ist abseits. Wir schauen rüber an die Seitenlinie. Fahne kam sofort. Klare Entscheidung. Und ich denke, es ist die absolut korrekte Entscheidung. Sie holen sich den Ball. Jetzt der Steilpass. Das hätte durchaus was werden können, aber abseits. Ah, da hat das Timing nicht ganz gestimmt. Läuft zu früh los. Kennen wir natürlich besser. Da kann die Abwehr jetzt erstmal durchschnaufen. Guter Zweikampf. Gibt Einwurf. Sie können den Pass unterbinden. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ballverlust Sané. Platz auf außen. Er macht zu. Schön geklärt. Geht einfach vorbei. Schön zurückgespielt. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Da haben sie die Chance. Pfostentreffer. Ball ist noch im Spiel. Er ist da und kann den Ball hier klären. Da geht er vorbei. Jetzt die Chance. Stark gemacht. Doppelpack. Niemand kann ihn aufhalten. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann dieser Hammer. Der ist dann auch nicht mehr zu halten. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Er zieht vorbei. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ganz alleine die Chance. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Sie bieten sich an. Gutes Tackling hier. Abseits angezeigt. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Gute Parade. Die Ecke kommt. Das ist der Schlusspfiff dieses Spiels. Bayern München muss hier eine Niederlage einstecken. Das war schwach. Das muss ich schon deutlich so sagen. Das war zu wenig. So kannst du gegen diesen Gegner nicht bestehen. Das wird deutliche Worte vom Trainer geben. Denn ganz klar, das ist eine Niederlage, die so richtig wehtut. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.